Natalia Wörner ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Aktivistin. Ich sehe es als eine Verpflichtung an, sich einzusetzen. Schauspielstar Natalia Wörner, 54, setzt sich schon seit vielen Jahren leidenschaftlich für Frauenrechte ein. Erst vor kurzem erschien ihre Dokumentation A Women's Story, in der sie auf starke, selbstbewusste Frauen trifft. Auch für die aktuell laufende International Anti-Street Harassment Week 03, 9. April, mit der auf Belästigungen in der Öffentlichkeit aufmerksam gemacht werden soll, macht sich die 54-Jährige stark und unterstützt unter anderem die Stand-Up-Initiative von L'Oréal Paris. Ich sehe es nahezu als eine Verpflichtung an, sich für Themen einzusetzen, die einem nah am Herzen liegen, erklärt die Schauspielerin im Interview und verrät, wie prägend ihre Kindheit für ihren heutigen Kampf war. Sie sind in einem Vier-Generationen-Haushalt unter Frauen aufgewachsen. Wie sehr hat sie das in ihrem heutigen Kampf für Frauenrechte und Gleichberechtigung geprägt? Natalia Wörner? Ich denke, dass die Tiefe der Prägung, so aufgewachsen zu sein, sich über die Jahre vollkommen entfaltet hat. Die Tatsache, dass ich in einem Vier-Generationen-Haushalt ohne Geschlechterhierarchien aufgewachsen bin, hat meine ureigene DNA definiert. Bei uns in der Familie lag die Autorität rundum bei den Frauen, bei meiner Schwester, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Mir wurde von Anfang an eine eher unideologisch geprägte Emanzipation vorgelebt und damit geschenkt. Ich sehe es nahezu als eine Verpflichtung an, sich für Themen einzusetzen, die einem nah am Herzen liegen und für die man brennt. Mein Thema sind und bleiben hier die Frauen, Gleichberechtigung, Gleichstellung, gesellschaftliche Toleranz und Solidarität. Welche Rolle hat Ihr Vater in Ihrer Erziehung gespielt? Wörner, mein Vater war nicht Teil unseres Alltags, mit ihm verbrachten wir Wochenenden und Ferien. Ich möchte allerdings seinen Einfluss nicht unterschätzen, in künstlerischen Bereichen gab es früh einen intensiven Austausch mit ihm.